Bei einem Aufenthalt im Limbus gilt übrigens, du darfst eine Magiekundeprobe, eine Magieresistenzprobe würfeln. Und das ist gut, dass du da mehr von 19 hast. Dafür waren wir 20. Na. Hast kein Gardiano, Mann. Eine 4. Eine 4 ist gut. Iserun hat den Blick in die Gedanken gewürfelt. Das war erfolgreich. Dann kannst du sehen, wie Beutax neben dir steht und verzweifelt Kugel und Ei berührt und die Matrizes der beiden aktuell miteinander verbunden hat. Dann würde ich das Gleiche versuchen, während ich mich auf meinen Zauber konzentriere. Würfel mal eine Rechnungsprobe. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Sekunde. Die liegt bei 9. Nur 9, da würfel mal W20, oder? Oh, shit. Das ist nicht gut. Na gut, ich habe mein Chibi ausgegeben. Ups. Also es geht noch schlimmer als ein 20, aber du kannst Boltax wieder zurück in die Realität holen, nachdem du ihm geholfen hast, die Verbindung aus mathematischen Theoremen zu lösen und zu entzweien, die sich wohl zwischen den beiden aufgebaut hat. Und während Boltax wieder zurück in die Realität geworfen wirst, kannst du erkennen, wie Blau und Gelb miteinander verschmelzen, ihre Plätze ändern, hell wird zu dunkel und alles ist grau an grau. Du bist farbenblind. Als Gut. Iserun die Augen nach oben klappt und Boltax wieder zurückgeholt hat, könnt ihr sehen, wie ihre Augen wohl oben bleiben. Möchtest du einen Schicksalspunkt verbrennen? Weil ich sonst permanent farbenblind bin oder wie oder was? Es geht nicht Oder um generell blind? Farbenblindheit, es passieren andere Dinge. Wenn du mir rätst, dass ich meinen verbrennen soll, dann verbrenne ich ihn. Alternativen wären Besitzergreifung von Wesen, die hochgehörend sind. Ja, das ist uncool, ich verbrenne. Ja, habe ich mir gedacht. Dann klappt Iserun ihre Augen wieder zurück, streift einen ungenannten Dämon aus ungenannten Sphären und ohne Bindung ab. Und ihr steht wieder allesamt in der goldenen Pyramide. Das Elmsfeuer verlischt. Ihr bekommt alle 1W6 Astralpunkte dazu. Und Blut läuft aus euren allen Nasen. Das ist mit Abstand das widerwärtigste, was ich jemals gesehen habe. Ja, Und ich habe in daran der dritten schützt Dämon uns. Jetzt versteht ihr mich, oder? Das ist das, was ich gesehen habe, als ja, ich Habt schon. ihr etwas herausgefunden? Ja. Ich glaube, ein weiterer Zauber bedarf es noch. Das sehe ich auch so. Du Nun wirst gut, wir haben wohl keine Zeit zu verlieren. Ultier ihn wirken. Beherrscht ihn. Seid ihr euch sicher? Vielleicht sind wir auch fertig. Immerhin ist das Emsfeuer jetzt aus. Agas, gib uns ein Zeichen. Drück mich mal auf den Boden. Also ist der Boden der goldenen Pyramide auch Gold? Grüner Marmor. Grüner Marmor, okay. Und während ihr. Ja, dann würfel mal W20. 20. 12. Göttergefällige 12. Preis ist mit Ihr uns! könnt sehen, wie wohl ein gleißender Sonnenstrahl direkt über euch nach unten auf das Ei scheint. Es gibt da wohl einen großen Hohlraum in der Pyramide, sodass dann die Sonne eben direkt hinunter scheinen kann und das Ei jetzt auch mit ihren schwarz-roten pulsierenden Linien aufhört. Ebenso wie die Kugel. Es ist ein Zeichen, es ist ein Zeichen! Es bleibt nicht so. Ich fall auf die Knie. Das bedeutet aber auch, dass der Nebel aus ist. Wir müssen hier weg. Und das ist nicht der Ort zum Niederknien, Jalan. Wir müssen noch zwei Zauber sprechen. Sprecht ihr die Zauber? Ja, also muss ich beide machen? Welche Zauber meint ihr denn? Sensibar und Seelentier. Savo öffnet jetzt wieder den Schuppenbeutel, schaut oder hält ihn dann Boltax hin. Hilft uns das? Ja, sicherlich. Ich würde
Oder ich habe mir die Steine ja vorhin schon angeguckt. Kann ich zumindest so grob abschätzen, in welchem Stein was für eine Art von Zauber steckt? Also kann ich die Synergien bei den Steinen deuten? Und dann kenne ich mich ja auch einigermaßen gut damit aus. Du kannst auf alle Fälle die Elementarsteine zuordnen. Viel, was mit Temperatur zu tun hat, vor allem nach oben. Also wärmere Temperaturen. Es ist viel Elementarmagie dabei. Du hast keine dämonischen Steine gesehen. Das ist gut. Finde ich, ein bisschen Limbus, ein bisschen Zeit. Das ist gut. Die Limbus und Zeit würde ich erstmal zur Sicherheit einstecken. Und ich würde mir elementar Wasser raussuchen, ob ich da welche zu finden. Ja. Gut. Kälte werde ich wahrscheinlich nicht finden, oder? Kälte wirst du nicht finden, also es gibt keine Eiskristalle. Dann sollten wir wohl weg. Was? Ihr wollt die Zauber nicht mehr sprechen? Nein, offensichtlich. Aro gesagt hatte, das Endsfeuer und die Interaktion zwischen der Kugel und dem Ei erloschen. Na gut. Wir haben vollbracht, was hier zu tun war. Hat sich die Kugel irgendwie verändert an der Oberfläche her? Oder? Sie ist immer noch, also mittlerweile ist sie wieder so schwarz wie zuvor. Perfekt rund. Ich würde mal, ich bringe zwar wahrscheinlich nicht, aber ich würde trotzdem mal Odem wirken auf die Kugel. Ich würde derweil, während er den Odem wirkt, mal an die Kammerseite gehen, wo die Tür ist und da schon so ein bisschen Schmiere stehen, beziehungsweise gucken, ob von da jemand kommt. Du musst dich noch so ein bisschen mit diesen wechselnden Farben auseinandersetzen und dieser Farblosigkeit oder Farbenfinsternis, wenn man es wieder so ausdrücken kann. Aber kannst dich dann auf alle Fälle dann an sowas wie eine der Brutkammern oder der Kristallstätten herantasten, um zu spähen. Währenddessen kann Abel mir den Odem wirken und das ist jetzt nichts, was du siehst, denn du bist auch blind, aber es ist vor allem etwas, was du hörst, während du den Odem aktiviert hast. Die Kugel summt und surrt und sinkt. Die ist voller Energie. Und du leidest unter dem Tektador-Effekt. Oh. Wo seid ihr? Tastet mal so blind herum und tastet mal so. Isarun, wo seid ihr? Genau hier. Stellt euch nicht dümmer an, als ihr seid. Ich kann nichts sehen. Wieso? Dieses Gleisen. Wirklich? Das bringt man doch schon den Eleven bei. Wie soll ich es euch erklären? Ich wollte nicht von hier verschwinden, ohne sicher zu sein. Ja, hier, nehmt meinen Arm. Wir müssen hier verschwinden. Wie sieht's da draußen aus, Sumox? Alles gut. Und ich ritze gerade mit dem Dolch so ein bisschen an der goldenen Pyramide entlang. Und der Herr sprach, es werde Licht. Und siehe, ein finsterster Finsternis ward es Licht. Gemeinsam könnt ihr euch wieder die vielen Stufen über den grünen Marmor nach oben tasten. Seht noch einmal, wie das Ei hinter euch zufrieden ist. Und die Kugel ebenso. Vor allem Abel, mir kann das hören. 10 Schritt hoch, 10 Schritt breit. Irgendwann hat Rassas so hier gelegen und sich nach unten und oben geschoben. Viele Kavernen, die es hier noch gäbe, mit vielen Geheimnissen. Aber das interessiert euch alles nicht. Das ist alles Sache für die Rundra-Kirche, wenn sie irgendwann hier eintrifft und diese Stadt und diese Pyramide einreißt. Dann tretet ihr wieder nach draußen. Der Nebel ist wieder auf einem normalen Zustand. Ihr könnt nach unten und nach oben blicken und seht wieder die Wachen. Noch hat keiner ein Auge für euch. Zurück in den Garten. Dann zurück. Wir stehen auf einer offenen Fläche. Das wird nicht gut. Dann gehen wir umrunden die Pyramide auf dieser Seite. Während ihr gerade überlegt, wohin ihr flieht, wie ihr flieht und ob es das noch wert ist, könnt ihr sehen, wie über euch mehrere Dämonen kreisen. Sie haben keine Augen für euch. Sie konzentrieren sich vor allem in Richtung Süden. Sie sind bemannt, beritten und haben wohl einige Dinge auf ihrem Rücken. Gerüstet für die Schlacht.
Gepriesen seien die Götter, es geht los. Kommt erst einmal in den Garten. Was seht ihr? Alle, ja, hängen noch in ihren Schultern, vermute ich mal. Karakilim, sie kreisen. Anscheinend rückt die Armee aus Süden vor. Dann sollten wir vielleicht nach Norden gehen. Ja, wir gehen nach Norden. Dort ist der Garten. Also wir laufen jetzt an dieser Seite an der Pyramide vorbei. Hoffentlich gesehen zu werden, was nicht klappen wird, und dann erstmal über die Mauer. Ja, wenn ihr gerade die Stufen nach unten steigt, könnt ihr erkennen, dass wohl auch die Pforten geöffnet werden. Und zwar sowohl diese als auch diese. Ihr könnt jetzt auch die riesige erhobene Donnerechse erkennen, die ja sicherlich 5, 6, 7 Schritt breit ist, beziehungsweise lang, und dann mit ihrem großen Schädelkamm beritten von 3 Kriegern nach unten geführt wird. Ihr könnt auch aus Unterwahrung jetzt weitere Rufe hören. Sie haben euch noch nicht entdeckt, während ihr die Stufen runtersteigt. Aber dort unten ist Alarmbereitschaft und das liegt nicht aufgrund von Raffin. Das ist doch eine Stufenpyramide, oder? Ja. Die hat doch Stufen. Können wir auf den Stufen vielleicht auf die Rückseite laufen? Wo der Pyramide? Können wir tun, denke ich. Können wir nicht? Nein. Okay, das sind doch ein bisschen steilere Stufen. Naja, können wir auf die hier bequem drauf, würde ich es vielleicht noch drauf ankommen lassen, aber nein. Unterschlittern. Ah, also ihr könnt natürlich die Pyramide umrunden, aber wenn ihr dann runterstürzt, es gibt auch keine Position, wo man dann Abelmirs Seil verbinden oder verknoten könnte, sodass ihr immer noch so ein bisschen hilflos schaut nach unten, und während ihr die Situation analysiert... Nee, drauf gepfiffen, los geht's. Könnt ihr hören, wie eine riesige Posaune ertönt? Das ist das Zeichen. Sie sind gekommen. Sie sind wahrhaftig gekommen. Los jetzt! Unsere Aufgabe hier ist erfüllt. Warte, ich habe noch eine Idee. Wir über die Spalte zurückgehen und nach Altwahrung aufsteigen. Aber doch diese ganzen Kristalle hier gefunden, viele mit elementaren Zaubern des Feuers. Immer die im Garten? Ja. Lass uns sie zerschlagen, los. Richtig. Lass uns den Garten in ein Feuerinferno verwandeln. Und so geht's in den Garten. Das schaffen wir. Während ihr die Treppenstufen nach unten lauft, könnt ihr wohl sehen, wie ihr mehrfach entdeckt werdet. Nicht nur von den Achas-Kriegern, sondern auch von einigen Maros, die euch hinterherrennen. Ihr habt immer noch den blinden Abelmir und... Gut, mittlerweile hat sich Boltak so ein bisschen an die verschiedenen, verschobenen Farben gewöhnt, aber störend ist es sicherlich immer noch. Wenn ihr dann über die Mauer klettert, geschwind mit dem Seil von Abelmir, gebt ihm die Anweisung, müsst dann nicht mehr durch dieses Albtraumschloss laufen, was sicherlich eine eigene Queste wert wäre oder von der Rondra-Kirche im Verlaufe der Zeit gesäubert werden müsste, könnt ihr dann in die Bruttümpel vordringen, die überall um euch herum sind. Abelmir, ihr habt doch noch den Brandapfel, oder? Ja. Und werft ihn hinein. Ist in meinem Rucksack, müsst nachschauen. Ach, ja. Ihr reißt ihn runter, den Rucksack runter, könnt dann verschiedene Artefakte in die Bruttümpel werfen, die Kristalle zielen. Boltax kann dann die einzelnen Kristalle zertreten und dann eben auch dementsprechend auslösen, sodass um euch herum wilde Magie entsteht. Ihr könnt kleine Mindergeister erkennen, die sich dann um euch herum ausbreiten. Weitere Nodices, die vor euren Augen nach oben stieben, eure Bärte, die sich gabeln, beziehungsweise dann eben die Haare, die sich wieder aufstellen, leuchten, glitzern an. Ihr bekommt 1W6 ASP zurück, während ihr dann auf das Feuermeer blickt, was jetzt vor euch aufstiebt. Das Wasser hat mittlerweile angefangen zu kochen, verdampft so ein bisschen, die Eier bekommen auch so ein bisschen eine trübe Farbe, fangen an, die einen oder anderen schwarzen Risse zu bekommen. Dann könnt ihr sehen, wie aus diesem Gartenhäuschen weitere Krieger hinaus stieben, nach euch suchen, schreien, kreischen. Auch einige Zarpriester, Hesindepriester, die jetzt mit ihren Händen und diesen Schaufeln vor euch herumfuchteln, könnt ihr euch wieder zurück über die zweite, dritte Mauer hinübertasten, wieder mit dem Seil von Abelmir, bis ihr dann in diesem Urwald, in diesem Dschungel hineingelaufen seid. Echsen, fürchtet euch vor Boltax Brandbringer! Und so sprach der Herr, in Feuer und Asche will ich die Welt von allem Bösen reinigen. In Flammen sollt ihr neu auferstehen. Okay. Wie wollt ihr den Ansturm verbringen? Wollt ihr durch den Spalt zurück? Wollt ihr
für Guerillakämpfe in den Straßen sorgen oder wollt ihr die Maru-Echsenkrieger hier stellen? Wir gehen jetzt zurück, dann stellen wir uns auf den Marktplatz und dann wiegen wir die Bevölkerung auf. Gut. Allesamt? Ja. Eine Überzeugenprobe. Währenddessen haben sich die Drachengardisten allesamt in Richtung Westen verschoben, aus den Stadttoren geströmt. Ihr könnt noch wenige von eurem Fähnlein erkennen, die verrußt aus dem Praios-Tempel hinausgetreten sind. Von jedem von uns eine Überzeugungsprobe? Komm, überzeugen die Mirakeln, ja. Von jedem, ja klar. Wenn ihr da jetzt gemeinsam steht. Ich überfülle das mal. Nicht eigensüchtig, keine Manipulation, ich bin kein Halbbrecher. Sind wir in dämonisch verzerrtem Territorium, ja, oder? Ja. Das ist eine plus 7. Sind wir voller angläubiger Zweifel? Okay, ich hab's nicht geschafft. Mindestens plus 7, oder? Ja, mindestens. Okay, nicht geschafft, egal, überzeugen wir natürlich trotzdem. Gut, Abelmi bringt 12, Iserun bringt 11, Boltax bringt 10. Ach, was ist denn eine Proben? Eine Proben wird so schrecklich. Und während andere sich in Kämpfen aufführen, könnt ihr die Bevölkerung mobilisieren, zu einem letzten Schlag ausholend, könnt sie in der Kürze der Zeit, die euch bleibt, noch einmal gegen die Rücken der Drachengardisten schicken, mit einem letzten Ansturm sie befreien von Nekromanten, Drachen und Ghulen. Es war eine schwarze Traviernacht vor den festen Mauern Beilungs. Eine eigentümliche Stille hatte sich über unseren Schwerzug, knapp 100 Rittersfrauen und Männer samt ihren Streitrössern, gelegt. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Etwas abseits stand ihre Erhabenheit mit jenen Helden, die in dieser Nacht verhindern sollten, dass unser Schwertzug von den Albtraummächten des Dämonensplitters zurückgeworfen würde. Grimmig nickte sie ihnen ein letztes Mal zu, sprach einen kurzen Segen. Jaakon von Tureljev, Meister des Bundes Mittellande, durchritt ein letztes Mal die Reihen, sprach ein Gebet voller Leidenschaft, während er hier eine gepanzerte Schulter klopfte, dort ein Banner berührte, und schloss mit dem Segen des heiligen Hlutar, um unsere Herzen mit dem Mut der Herren zu erfüllen. Dann riss das Schwert der Schwerter ihr Ross herum, und wir galoppierten in die Nacht hinein. Und was für ein Schwertzug sich hier zusammengefunden hatte. Hinter ihrer Erhabenheit ritten 4 Meister des Bundes, Jaakon von Tureljev für die Mittellande, treuer Gefolgsmann Aylas, und festen Willens, Wahrung wieder zum Teil seiner Senne zu machen. Gernot von Halsingen für das Bornland, Bibanel von Hengisford für den Süden und Rudreigen Nidireach für den Westen. Daneben Heermeister Mythram Leuenschlag und der hohe Heerold Rondret Donnerklinge. Für die Senne Nord führte Talia von Donnerbach einen Zug junger Geweihter in die Schlacht. Hier flatterte das Banner des Ordens der Schwerter zu Gareth. Dort wehte die Standarte der Hypolitaner. Hüben sah man das Wappen der Adariten. Drüben die Zeichen des Ordens zur Wahrung. Eine Gesandtschaft unter der Führung der Amazone Palinai von Kurkum ritt unter dem Banner Burg Jeschinas. Daneben Schwestern und Brüder aus ganz Aventurien. Viele alte Kampfgefährten und Freunde unseres weitgereisten Schwertes der Schwerter. Auf der nunmehr fast völlig zerstörten Reichsstraße ritten wir im Eilmarsch gen Wahrung. Mit leichtem Gepäck, aber voller Bewaffnung. Eile hieß heute der erste Streich unseres Angriffes. Als wir den Einflussbereich Beilungs verließen, säumten Schädeltürme die Straße. Ohne anzuhalten, holte ihre Erhabenheit eine kleine Bronzeamphore aus ihrem Gepäck und entließ einen geisterhaften Sturmwind aus der Flasche, der uns eine Weile friedlich begleitete, um dann mit Heulen in den schwarzen Himmel aufzusteigen. Und kurz darauf einen kreischenden, zeternden Dämon, einen Karakil mit Reiter, ein Bote des Feindes, geradezu vom Himmel zu zerren. Auch wenn die Gefahr einer direkten Nachricht nach Wahrung zunächst gebannt schien, erwartete uns doch bald
Das erste Scharmützel mit düsteren Knochenrittern unter dem Banner der Knochenmark. Wie Rondras Blitzstrahl fuhren wir grimmig unter die Feinde und keiner entkam. Weitere Scharmützel folgten und weniger vom Geist der Herren ergriffene Kämpfer hätte sicher der Mut verlassen angesichts der Schrecken der untoten Lande. Doch im Morgengrauen erreichten wir die Stadt auf dem Molchenberg. Welch erschreckender Anblick. Aus dem ehemals schmucken Städtchen war ein schwarz-gräulicher Pfuhl geworden. Die Oberstadt eine Wunde im fauligen Fleisch. Der Feind war mittlerweile alarmiert, die Mauern besetzt. Ein Sapeurstrupp versuchte verzweifelt, die schwimmende Radrombrücke aus der Rohalszeit zu kappen. Doch wir waren schneller und fegten sie hinweg. Nun war aller stiller Grimm dahin. Laut tönten die Gebete und Schlachtrufe, Flüche und Choräle, als wir die enge Serpentinenstraße im Westen Warungs hinaufdonnerten. Doch die Göttin war mit uns und ihre Erhabenheit hatte den Angriff sorgfältig konzentriert. Pfeile und Bolzen der Drachengardisten und Knochensöldner, die von den Mauern auf uns niedergingen, wurden vielfach von dem Luftgeist fehlgeleitet, und auch wenn hier und dort Geweihte getroffen aus dem Sattel gerissen wurden, bewies unser Zug Disziplin und Reitkunst, sodass wir den Engpass schnell überwinden konnten. Die erste eilig aufgetürmte Barrikade überrannten wir mitsamt den Kämpfern. Das untere Zolltor öffnete sich von allein und spuckte uns wankende Untote entgegen. Auch sie wurden unter unseren Hufen zerstampft. Die Verteidiger einer dritten Bastion zogen sich lieber hinter die Stadtmauern zurück. Immer noch unter Beschuss ließen wir nun die beiden ehrenvollen Ritter durch unsere Reihen nach vorne, die Posaunen von Pericum trugen. Jene sakralen Artefakte, die die Mauern Nebachots zu Fall gebracht und die Ogermauer in der dritten Dämonenschlacht versehrt hatten. Dann teilte sich unser Zug. Das Schwert der Schwerter selbst führte den Schlag gegen das Tor der Oberstadt. Sennenmeister Jaakon griff das Warunker Westtor an. Schon sahen wir Beschwörer auf den Mauerkronen finstere Rituale vorbereiten. Da erschallten erst die eine, dann die andere, Rondras Posaunen. Welch ein Krachen und Bersten, als ächzend die Tore fielen. Welch ein Kreischen und Klagen der Seelenschänder und Schwarzkünstler, als die göttlichen Klänge sie in Raserei und Wahnsinn trieben. Nun begann der Kampf. Unser Kampf. Keine Feldschlacht, sondern Rondras ureigenster Kampf der Gerechtigkeit. Menschen gegen Monster. Unsere Gegner waren finstere Soldaten der gefallenen Drachengarde und Söldlinge unter krugen Bannern, Knochenmänner und schreckliche Dämonen dazwischen. Doch es war eine hastig zusammengesammelte Verteidigung, in der Zahl eine Übermacht, im Geiste aber schwach und führungslos. Ihre Erhabenheit Ayla und die weiteren drei Sennenmeister stellten sich mitten im leeren Torbogen auf, geschützt von den kämpfenden Geweihten, die Verteidiger mit der Kraft der Überzeugung bedrängten. Laut klang ihr Gebet, es schien überall deutlich vernehmbar zu sein, als sie den Gerons Segen sprach. Da grollte ein Donnern durch die Nacht, und köstlich kühler Regen strömte auf uns hernieder, und Freund und Feind hielten kurz inne, als wir alle die Gebote des ehrenhaften Kampfes wie ein Rauschen der Göttlichkeit in unseren Herzen aufflammen spürten. Stärker als je zuvor für die einen, kaum gekannt und ehrfurchteinflößend für die anderen. Die tapfersten unter den Feinden kämpften von nun an mit Anstand und Würde unter Rondras Geboten. Nur die verderbtesten Paktierer und die Dämonen spotteten dem Segen und kämpften weiterhin voller Tücke. Ganz voran die Drachengarde, die Verteidiger der Oberstadt. Doch inmitten eines heftigen Ansturms der Garde trug Sennenmeister Bibernel eine uralte Standarte auf und rief rituelle Worte im alten Tulamidia, worauf sich drei ätherische Löwinnen mit Gebrüll aus dem plötzlich aufflammenden Banner lösten und auf die Feinde stürzten. Da wankte die Moral auch der größten Frevler.
Zwei kurze, blutige Stunden tobte der Kampf. Und Mythrael kürte viele tapfere Helden an diesem Morgen. Die altehrwürdigste, vielleicht Ogara die Klinge. Hochgeweihte des Tempels des heiligen Leomar von Pericum. Die mit Talion Mals Schlachtgesang auf den Lippen einen wahnsinnigen Troll bezwang, bevor sie ihren schwarzfaulenden Wunden erlag. Am Ende jedoch stand noch die Mehrzahl der Unseren, als die Drachengarde vernichtet und ein Dutzend Dämonen exorziert oder bezwungen waren. Als die Reste der Söldner ihre Waffen gestreckt hatten und die finsteren Nekromanten tot oder geflohen waren. Rondra sei Dank, Wahrung ist frei.